Hallo erstmal, mein Name ist Unicorn, wer mich noch nicht kennt. Und ich bin dafür zuständig, mir das Elend hier anzugucken. So viele kranke Menschen, oh mein Gott. Aber keine Angst, für euch haben wir diese Woche alle die richtige Therapie. Das kriegen wir alles wieder hin. Keine Sorge, wir haben hier Fachkräfte, die kümmern sich um euch. Und meine Aufgabe ist es jetzt, euch hier sozusagen in der MMCD 2016 Klinik zu begrüßen, euch einzuweisen und eure fragenden Gesichter zu klären. Ich weiß nicht, wer von euch war noch nie auf den MMCD? Können wir mal so diese... Oh Gott. Ja, dann habt ihr das jetzt hinter euch, jetzt seid ihr auch mal da. Okay, dann fange ich mal bei Null an. Also es war einmal eine Hochschule, die hat den Fehler gemacht, uns einen Schlüssel zu geben. Jetzt sind wir hier. Nein, also wir freuen uns, dass wir hier an der Hochschule in Darmstadt zuerst sein dürfen mit dem MTD, jetzt schon im vierten Jahr. Und freuen uns eigentlich immer, dass hier die Informatik uns unterstützt, dass wir hier rein dürfen, dass wir die Räume nutzen dürfen, dass wir das ganze Wochenende Spaß haben dürfen und coole Vorträge hier haben und rund um die Frühstück und eine tolle Jobbar und eine mega coole Lounge und alles, was ihr so seht. Das heißt aber auch, wir sind hier zu Gast, also benehmt euch wie zu Hause, nur besser. Und das ist ein Event, was von euch lebt. Wir sitzen bereits irgendwie jetzt schon ein halbes Jahr oder länger hier dran, um OP-Kittel zu bestellen und um Mate zu bestellen, damit das hier alles großartig wird, also was halt so eine Klinik braucht, Skelette, was man halt kauft. Und eure Aufgabe ist es aber jetzt irgendwie, das Ganze ein bisschen mit Leben zu füllen. Wir haben ganz viele tolle Speaker eingeladen, viele Speaker haben sich beworben, ein paar haben wir angesprochen und wir haben hoffentlich ein interessantes Programm für euch zusammengestellt, aber es liegt auch an euch irgendwie, das drumherum zu füllen. Es geht ja nicht nur um die Vorträge, es geht ja auch ein bisschen darum, dass ihr neue Sachen kennenlernt, neue Leute kennenlernt, dass ihr eure Krankheitsgeschichten austauscht, was man halt so macht. Und wir versuchen euch sozusagen das beste Umfeld dafür zu geben, aber wir freuen uns halt auch, wenn ihr ein bisschen da mitmacht. Das ganze Event ist, wie ihr wisst, von Freiwilligen organisiert. Auch wie jedes Chaos-Event, die ganze Arbeit hier wird auch nur von Freiwilligen gemacht. Also wenn ihr ein bisschen Lust habt, mitzuhelfen, geht zu Mutzi und einem Infotresen, der sitzt da rund um die Uhr 24 Stunden mindestens. Und lasst euch als Engel einweisen, also sozusagen als Arzthelfer. Und dann könnt ihr hier auch ein bisschen was zurückgeben und ein bisschen beitragen. Und könnt dafür sorgen, dass die Brötchen am Frühstückstisch immer schön geschmiert sind, schön wissenschaftlich belegt und so Sachen. Genau. Von meiner Seite, ich wollte eigentlich gar nicht so viel sagen, außer dass ich ganz herzlich willkommen heiße. Es ist wahnsinnig, wie viele Leute sich dieses Jahr angemeldet haben. So viel ich weiß, wurde bis eben hier noch Stühle reingeschafft, damit wenigstens ein paar Leute sitzen können. Und die Millionen da hinten alle nicht so stehen müssen. Aber das ist halt genau die Geschichte. Wenn ihr irgendwie merkt, irgendwie hier sind zu wenig Stühle, hier sind zu viele Stühle, woanders fehlt irgendwas, dann werdet selbst aktiv. Also wir können euch hier nicht alles selbst, wir können euch hier nicht alles hinterhertragen. Das klappt eigentlich immer ganz gut, dass die Leute das selbst merken und das zu ihrem eigenen Event auch so ein bisschen machen. Und das finden wir cool, dass wir so tolle Patienten haben, die mitdenken, die irgendwie das Ganze hier selbst mit Leben füllen, die auch mal selbst eine Drainage legen oder sowas. Das kriegt ihr alles hin. Ja, wie gesagt, ich wollte gar nicht viel erzählen, außer euch alle willkommen heißen, euch darauf hinweisen nochmal, dass das Wetter dieses Jahr wieder gut ist, falls ihr es nicht gemerkt habt. Trinkt viel bei der Hitze, weil in den Räumen, vor allem wenn man so OP-Kasachs aus circa kugelfestem Plastik anhat, wie ich das Gefühl habe, transpiriert man, sagt der Arzt dazu. Das bleibt nicht aus, dass da Flüssigkeitsverlust eintritt, deswegen führt das immer schön nach. Wir wollen keine umkippenden Nerds sehen. Und ich habe noch zwei kleine Veranstaltungshinweise. Ich weiß jetzt leider nicht, was die Lounge gesagt hat. Es gibt nachher noch einen Workshop von Monorain. Ihr wisst nicht, was das ist. Manchmal ist es auch besser, andere finden das vielleicht schade. Aber die machen was mit Analog-Synthesizern unten in der Lounge. Also wenn ihr daran noch rumspielen wollt mit Analog-Synthesizern, ich glaube, die haben gesagt, sie fangen vielleicht schon um 18 Uhr an. Ich habe da keine Update mehr gekriegt. Also falls euch sowas interessiert, fragt mal unten bei den Jungs nach. Die mit den ganzen 5 Millionen Knöpfen vor sich, das sind die Leute, dann könnt ihr da was lernen. Und ich wurde noch gebeten, nochmal auf die Lightning Talks morgen um 14.15 Uhr hinzuweisen. Also alle, die sozusagen keinen ganzen Stunden- oder Dreiviertelstunden-Slot Vortrag halten wollen, können oder müssen, haben ja die Möglichkeit, auch im Rahmen von Lightning Talks oder wie wir es nennen, Blitzdiagnosen, mal 5 bis 10 Minuten ihren Sermon abzulassen und so wie ich hier einfach ohne Konzept vorne zu stehen und ein bisschen delirisch rumzuisolieren.
Und das könnt ihr auch haben, morgen um 14.15 Uhr. Psy aus Darmstadt hier hat da sich bereit erklärt, netterweise das zu organisieren. Das heißt, wenn ihr da was halten wollt, schreibt ihm eine kurze E-Mail oder auf Twitter. Seine Kontaktdaten sind da auf jeden Fall im Fahrplan verlinkt. Und da könnt ihr dann eure Folien abkippen oder abgeben. Und er kümmert sich dann um und kümmert sich um euch und streichelt euch die Seele. Und dann dürft ihr auch Diagnosen stellen. Ja, ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt, aber ich glaube, um 18 Uhr ist vorgesehen, dass ein großer Speaker direkt nach mir hier im Talk ist, im Saal ist. Endlich einer. Nicht nur nicht ich, sondern jemand, der es kann. Und zwar ja, Professor Dr. Jan Steikamp, der redet über Chirurgieroboter, was er so erforscht. Und jetzt bin ich auf dem falschen Fuß. Im anderen Raum ist auch ein großartiger Vortrag, das weiß ich. Wir haben nur großartige Vorträge, aber ich habe gerade vergessen, wie er heißt. Aber auf jeden Fall wünsche ich euch auf jeden Fall im Namen der ganzen Orga, die heute fast alle in diesen Saunaanzügen rumlaufen, gefühlsmäßig, eine großartige Veranstaltung. Und wenn ihr irgendwelche Probleme, Fragen, Wünsche, sonst irgendwas habt, sprecht mich, sprecht irgendwen sonst an. Ganz viele, die hier rumlaufen, sind auch nicht zum ersten Mal da. Sehr viele bekannte Gesichter habe ich schon gesehen. Also ich glaube, wir kriegen das alles geschaukelt dieses Wochenende. Das wird toll. Wir freuen uns, dass das jetzt nach so langer Planung ein großartiges Event wird. Und wir freuen uns, dass ihr es auch denkt und alle da seid. Und ja, viel Spaß von meiner und unserer Seite aus. Haut rein.